Fins. Die katholisch-republikanische Partei Sinn Féin ist erstmals als stärkste Kraft bei der Parlamentswahl in Nordirland hervorgegangen. Sinn Féin-Spitzenkandidatin Michelle O'Neill steht nun das Recht zu, den Posten der Regierungschefin zu beanspruchen. Sinn Féin löst damit die protestantisch-unionistische DUP als stärkste Kraft ab. DUP-Chef Jeffrey Donaldson erklärte, die Parteispitze wird die nächsten Schritte in diesem Prozess besprechen, wie wir am effektivsten Druck ausüben können, um die Ziele zu erreichen, die wir brauchen, nämlich ein stabiles Nordirland und eine stabile Wirtschaft und funktionierende politische Institutionen. Für den zum Vereinigten Königreich gehörenden Landesteil ist das ein historisches Ergebnis. Erstmals könnte eine Politikerin an der Spitze der Regierung stehen, die sich für die Loslösung von London ausspricht.